ja so etwas wie, also ein Wetter, will ich sagen, war ich zu einem Nationalhelden geworden in der Schweiz. Und ist natürlich für uns interessant, weil der Vorfahre von diesem Bedach aus Langensteinbach kam. Aber dazu kann uns natürlich viel mehr der Autor von dem Buch, Herr Walter Bedach, erzählen. Ich sage jetzt einmal Grüezi miteinander. Das zweite Wort nicht möglich, dass so viele gekommen sind. Und wie ich gesehen oder gehört habe, so viele Wettach. Freut mich besonders, ich fühle mich richtig heimisch, wenn ich diese Wettach noch nie gesehen habe. Aber es freut mich, denn ich habe heute Hildegard gesagt, eigentlich bin ich nicht um Bücher verkaufen hergekommen, sondern wegen dem Wettach, wegen Grock und wegen Langensteinbach und wegen Karlsbacher. Gut, das kurz. Ich weiß, ich bin ein schlechter Verkäufer, wenn ich sage, ich komme nicht um Bücher zu verkaufen. Aber das ist wirklich so, ich habe das Buch auch nicht aus diesen Gründen geschrieben. Verdienen tue ich mit dem Buch nichts, das müsst ihr nicht wissen, ich will auch nicht verdienen. Es hat mir Freude gemacht, dieses Buch zu inszenieren. Und im Grunde genommen ist es ja aus einer Geschichte entstanden, zu der ich jetzt komme. Also ich habe Freude, dass so viele da sind und ich bin nicht vergebens hierher gekommen. Aber die Reise hat sich gelohnt, rein nach der Freundschaft, nicht wegen den Büchern, sag ich nochmal. Ich freue mich, dass ich Ihnen etwas über dieses Buch oder dieses Leben von Adrian Wettach erzählen kann. Und ich freue mich auch, dass ich mich hier bereits heimisch fühle. Ich war im September hier, ich war mit Heinz und Hildegard verschiedene